Am 23. Mai 1618 kam es in Prag zu einer folgenschweren Defenestration. Zu einer Defenestration? Ja, das Wort leitet sich aus dem Lateinischen ab und heißt Fenstersturz. Es ist also jemand aus dem Fenster gefallen. Das hört sich zunächst nach einem Unfall an, war aber im Mittelalter ein gängiges Mittel der Lynchjustiz. Der Begriff verbrämt also nur einen gemeinschaftlich begangenen Mord. Was ist da passiert? 1618 in Prag. Prag, die Hauptstadt Tschechiens, wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts zum Schauplatz eines verhängnisvollen Religionskonflikts. Seit der Reformation ist das Heilige Römische Reich deutscher Nation konfessionell gespalten. Cuius regio, eius religio, lautete der Kompromiss des Religionsfriedens von Augsburg im Jahr 1555. Seither dürfen die Landesherren über den Glauben ihrer Untertanen bestimmen. Doch der Friede ist brüchig. Zwischen katholischen und protestantischen Territorien herrscht Spannung, die sich zunächst im böhmischen Prag entlädt. Im Königreich Böhmen stehen die Zeichen auf Sturm, denn hier herrscht seit kurzem ein katholischer König über die vorwiegend protestantische Bevölkerung. Ferdinand von Habsburg musste bei seiner Königswahl Religionsfreiheit für seine Untertanen zusichern. Dennoch will der neue König den Protestantismus in Böhmen eindämmen. Von seiner Wiener Residenz aus gibt er Anweisungen an seine Statthalter in der Prager Burg, den Abriss von Kirchen der Protestanten zu billigen. Für deren Ständevertreter ist dies ein Bruch ihrer verbrieften Religionsfreiheit. Eine Delegation von ihnen marschiert zur Prager Burg, um gegen diesen Erlass zu protestieren. Ihrem Ärger machen die böhmischen Protestanten mit einer spektakulären Aktion Luft. Gottloser Pöbel, lasst mich los! Lasst mich! Sie schmeißen die kaiserlichen Statthalter kurzerhand aus einem Fenster der Prager Burg. Die drei Opfer landen auf einem Misthaufen. Trotz des lächerlichen Ausgangs zieht der Prager Fenstersturz weite Kreise. Was als Demonstration für religiöse Freiheit gedacht war, wird von der katholischen Propaganda in Wien als brutaler Anschlag angeprangert. Nur göttlicher Fügung sei es zu verdanken, dass die Statthalter den Fenstersturz unbeschadet überstanden haben, heißt es. Der Prager Fenstersturz kam für die Wiener Regierung vollkommen überraschend. Man wusste zwar, dass es da radikal protestantische Stände gab, dass es aber nun zu einem solchen Gewaltausbruch mit einem solch harten Gewaltschlag gegen die Statthalter kommen würde, damit hatte man nicht gerechnet. Nach dem Fenstersturz setzen die Böhmen den Katholiken Ferdinand als ihren König ab und wählen den protestantischen Kurfürsten Friedrich von der Pfalz zum Gegenkönig. Darauf sucht sich Ferdinand, der inzwischen auch Kaiser des Reiches ist, Verbündete. Herzog Maximilian von Bayern, den militärischen Kopf der Katholiken. Und einen katholischen Böhmen niederen Adels, Albrecht von Wallenstein. Im November 1620 kämpft die Koalition des Kaisers gemeinsam mit Spanien gegen die böhmischen Protestanten. Nach der Schlacht am Weißen Berg ist Prag wieder fest in der Hand des katholischen Kaisers. Doch Ferdinands Verbündete fachen den Krieg weiter an. Für den katholischen Glauben und mehr kaiserliche Macht im Reich. Es ist wie ein Kreuzzug mitten in Europa. Daraus erwächst ein Krieg, der keine Grenzen mehr kennt. Böhmen und die Pfalz fallen an die Katholiken, die weiter bis in den Norden vordringen. Bald regt sich Widerstand bei den europäischen Nachbarn. Der protestantische König von Dänemark fürchtet um seine Vorherrschaft im Ostseeraum und erklärt Kaiser Ferdinand in Wien den Krieg. Feuer! Der Kampf um Glaube, Macht und Land wird 30 Jahre dauern und Millionen von Menschen das Leben kosten. Ein Krieg, in dem Protestanten und Katholiken gegeneinander kämpften, und das 30 Jahre lang. Die Folgen dieses Krieges sehen wir noch heute.
Manche Bundesländer sind eher protestantisch geprägt, wie Hessen und Brandenburg, andere katholisch, wie Rheinland-Pfalz und Bayern. Wenn ihr mehr über den 30-jährigen Krieg wissen wollt, dann schaut einfach hier rein, da haben wir ein Video dazu verlinkt. Gerne auch abonnieren und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.